Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim. Wir stehen hier gerade vorm Eingang, oder sagen wir mal so, wir sind schon im Ölsturzhügelgrab, aber wir stehen hier gerade vorm Eingang ins Gewölbe. Und wir haben eine schicke neue Rüstung, eine Söldnerrüstung. Und laufen jetzt mal weiter. Mal sehen, was uns hier so erwartet. Eine Begräbniszone mit ein bisschen Geld drin. Sehr gut. Ist doch schon mal ein schöner Anfang. Die hier ist leer. Die ist auch leer. Dort ist der Eingang eingestürzt. Oder der Aufgang. Was dahinter wohl war. Ein Skiver. Und hier kommen wir auch schon zu der ersten Plünderstelle. Ein Leinentuch wollen wir alles nicht haben. Oh, wir speichern mal gerade. Und da ist auch schon der erste Bandit, den wir jetzt erstmal... Ihr habt euch eine schlechte Zeit. Ah, der ist ein bisschen stärker. Ich mache Hackfleisch aus euch. Gnade! Nix Gnade. Du bist Geschichte. So. Okay, die Fackel nehmen wir mit. Ja, gut, wir sind fast tot. Ich würde sagen, wir benutzen mal direkt Heilung. Ups, Mist. Oh, das saugt an unserem Mana ohne Ende. Aber das macht ja nichts. Immer noch besser, als Heiltränke zu verschwenden. So. Gut, den guten Herrn haben wir ausgeplündert. Und jetzt müssen wir hier dieses unglaublich schwere Rätsel lösen. Das Einzige, was ich hier immer vergesse, ist die Reihenfolge. Ich glaube aber, dass die Schlange als erstes war. Dann kam... Ach nee, zweimal die Schlange. Gut, dann ist es sowieso witzlos. Und dann der Delfin. So, ich hoffe, wir werden jetzt nicht von Giftpfeilen durchbohrt. Nein. Ich hab's wohl richtig gemacht. Sehr schön. So, ein geringer Zaubertrank der Heilung und eine Taschendiebstahlverbesserung. Am Anfang levelt man so schnell, das ist unglaublich. Leere Begräbnisuhren und unser erster Seelenstein, sehr schön. Den können wir dann auch vielleicht bald mal verwenden, um unsere erste Seele... Nein. Die Spitzhacke auf die 6. Kann ich mir wahrscheinlich hier nicht merken. Um unsere erste Seele gefangen zu nehmen. Ah, ich wollte gerade sagen, hier kam doch Skiver, das habe ich doch noch in Erinnerung. So. Oh ja, das Gift ist viel wert, das sacken wir mal ein. Nein, also ich werde auf jeden Fall konsequent alles verkaufen, was ich nicht brauche. Denn erfahrungsgemäß sammelt man in Skyrim immer viel, zu viel auf, was man gar nicht braucht. Ich weiß, dass ich mit der Klaue vorangelaufen bin, aber ich brauche Hilfe. Aha.
hier oben kann man auch noch sortieren. Nach Name, ausgerüstet, gestohlen, verzaubert. Sehr gut. Ich mag die Sky-UI jetzt schon sehr gerne. Es ist ein sehr, sehr praktischer Mod. Denn wenn sich die Standard... das Standardmenü von Skyrim durch eine Sache nicht auszeichnet, dann ist es Übersichtlichkeit. Und so, dann wollen wir doch mal die Spinne. Die Spinne bekämpfen. Die hat uns erstmal direkt vergiftet und unsere Gesundheit geht direkt extrem runter. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einmal, sie zu töten, aber ich vermute mal, dass ich doch relativ schnell auf Adept wieder runterstellen werde bei der Spinne. Schutzgeist beschwören wird auch nicht viel bringen. Der ist nämlich am Anfang sehr, sehr schwach. Ja. Gut. Stehen wir auf Adept. Und danach wieder hoch. Tolle Taktik, ne? Bei Bossen immer eine Schwierigkeitsstufe runterzustellen. Aber jeder so, wie er will. So. Nein, nicht schon wieder. Hilfe! Ja, haltet es von mir fern! Ja! Mir ist loszuwerden! Helft mir! Na, das geht doch schon besser von der Hand. Ja, jetzt hat sie uns wieder vergiftet. Ich sehe es doch. Aber ich möchte ungerne lieber noch einen Heiltrank nehmen. Bevor das Gift uns noch tötet. So. Schade, dass die nichts Schönes für uns hat. So. Verlass mich nicht, um Arkais willen. Nein, wir verlassen euch nicht. Holt mich hier raus. Alles mit der Ruhe. Erstmal hier in Ruhe umschauen. Hilfe! Dann helfen wir. Ein Spinnenei. Holt mich hier raus. Mhm. Schöner Zaubertrank und ein bisschen Gold. Wunderbar. Helft mir! Hilfe! Ist ja gut. Ihr, hier drüben. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Wo ist die goldene Klaue? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Da das obere eh nichts bringt, sagen wir gleich mal gut, mal sehen, ob wir euch losschneiden können. Süßer Atem von Arkai. Dankeschön. Mhm. Es lockert sich. Ich kann es spüren. So, wir versuchen immer direkt über den Haufen zu hauen, weil der jetzt gleich sowieso abhaut. So, da ist die Klaue. Und Abels Tagebuch. Wollen wir doch mal gucken, was der gute Avel so geschrieben hat. Meine Finger zittern. Ich halte die goldene Klaue endlich in Händen und mit ihr die Macht über die uralten Nordhelden. Dieser Schwachkopf Lucan Valerius hatte keine Ahnung, dass die Lieblingsdekoration seines Ladens in Wirklichkeit der Schlüssel zum Ödsturzhügelgrab war. Jetzt muss ich nur noch zur Halle der Geschichten und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten. Aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Ja, ein wichtiger Abschnitt. Ups, ich habe die Konsole geöffnet. So. Und wir gehen mal weiter. Oh, wir haben hier so eine Art Altar mit Einbalsamierungswerkzeugen und leeren Begräbnisurnen.
kein gewöhnlicher Seelenstein. Stimmt, dem Banditen hätten wir eigentlich mal die erste Seele aussaugen können. Hab ich nicht dran gedacht. Schade. Machen wir das mal beim nächsten Mal. Wobei ich glaube, dass jetzt gleich nur noch Untote kommen. Und ich glaube, denen kann man keine Seele entziehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Mal sehen. Vielleicht geht's ja doch. Ups, daneben, na toll. Oh oh. Ich glaube, wir steigen gleich wieder eine Stufe auf. Und tot ist er. War hier noch einer? Ich glaube nicht. Sehr gut. Waren das nicht drei? Das waren doch mal drei. Ich glaube schon. Na, ich glaube, den kann man keine... keine Seele entziehen. Das funktioniert nicht. Das geht nur bei menschlichen... also bei menschlichen und tierischen Wesen, glaube ich. Zumindest nicht bei Untoten. Die haben ja keine Seele mehr. Also, so würde ich das zumindest erklären. Hier ist eine Falle, da gehen wir mal schön drum rum. Steht der hier auf? Der sieht irgendwie fast so aus. Da steht einer auf. Aber wir hacken schon ganz schön zu. Nicht schlecht. So, ein Eisenschild. Oh. Oh. Da waren wohl doch zwei von denen. Moment, wo hatte ich jetzt nochmal Heilung? Auf der 4. Ah, wobei ich nehme wahrscheinlich doch lieber wieder einen einen Heiltrank. Wir leveln auf jeden Fall schön hoch. Sehr gut. Ich glaube, jetzt waren das aber alle, oder? Nicht, dass ich doch wieder einen übersehen habe und der sich gleich ranpirscht und ich mich wieder erschrecke. So, alter Nordpfeil. Schönes Kupferdiadem. Was ist eigentlich der Ausrüstungsmodus? Ach, okay, dann können wir das auch direkt ausrüsten. Nicht schlecht. So. Ja, das brauchen wir alles nicht. Wir sind ja keine feigen Schildträger. Und dann geht's hier weiter durch die Falle. Speichern. Au. Angehackt. Verdammt, ich bin zu weit vorgegangen. Ach. Blöd. Dann heilen wir uns eben. So. Und weiter geht's. Da geht er zu Boden. Sehr schön. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Edelsteine. Das ist gut zum... Oh, Vorsicht, hier ist Öl auf dem Boden. Au, 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 au. Ich sag's auch noch. Aber das war jetzt gerade gar nicht schlecht, um die anderen Draugers zu töten. Oh, ich glaube, da war eine armselige Seele drin in dem Seelenstein, den der hatte. Besser als nichts. Ne? So.
Haben wir den schon geplündert? Nee. So. Eigentlich müssten wir uns mal um unsere Gesundheit kümmern, aber... Oh, vielleicht kommen wir ja auch so durch hier. Für Heiltränke haben wir ja eigentlich momentan gar nicht so viel Geld übrig. So. Da ist schon wieder einer auferstanden. Ach ja, wir sind ja schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Es geht so schnell irgendwie. Aber das wird sowieso schneller als uns lieb ist, nicht mehr schnell gehen. So, jetzt werden wir mal einen Punkt in Gesundheit stecken. Ja, und jetzt ist die Frage, was wir als nächstes skillen. Einhändig wäre eigentlich nicht schlecht. Oh, machen wir das mal. Immer erstmal die praktischsten Sachen skillen. Wenn wir jetzt 20% mehr Schaden mit Einhandwaffen machen, das klingt doch super. Genau, hier müssen wir weiter. Dummdi-dumm. Na, wir kommen ja doch so flott durch, da können wir eigentlich das Ödsturzhügelgrab in einer einzigen Folge machen. Finde ich mal. Entscheide ich jetzt mal. So, genau, die Spitzhacke hatten wir auf der 6. Und die Erzader ist erschöpft. Diese Schimmerpilze sind übrigens super, weil wir, glaube ich, mit denen und blauen Bergblumen Heiltränke herstellen können, soweit ich mich erinnere. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich richtig erinnere, aber... Rolle des Feuerballs. Und noch ein Seelenstein. Sehr schön. Hier kommen wir seelensteintechnisch auf jeden Fall auf unsere Kosten. Jetzt müssen wir nur noch ins nächste Banditenlager und die auch auffüllen. Ich habe auf jeden Fall schon mal so eine Art, schon mal so ein Banditenlager im Auge, wo ich auf jeden Fall hin will. Auch wenn wir da jetzt keine Quest für bekommen sollten. Und zwar in das Lager Stehender Strom. Denn da finden wir einen ziemlich nützliches Zauberbuch. Nämlich, das uns befähigt, Erze umzuwandeln. Was haben wir hier? War ich hier schon mal? Bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich hier schon mal war. Ich glaube, ich bin sonst immer direkt weiter runtergelaufen. Vielleicht ist das auch hier der Ausgang? Nein, das ist nicht der Ausgang. Oder laufe ich gerade zurück? Ich bin mir gerade ziemlich unsicher. Irgendwie kenne ich diese Ecke hier nicht. Oder ich kann mich nur nicht erinnern. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade die ganze Zeit in der, Third-Person-Perspektive kämpfe. Das ist eigentlich viel schwieriger. Ups, jetzt habe ich aus Versehen die Axt eingesackt. Das wollte ich gar nicht. Oh, eine Lehrlingstruhe. Da speichern wir mal vorher. Wir haben zwar schon 32 Dietriche, aber... Nee. Falls wir die Truhe mal so gar nicht aufkriegen, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Oh, 18 Gold drin gewesen. Das war den Dietrich ja nicht mal wert. Ach ja, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Es war hier doch richtig. Und wir hätten jetzt noch nach unten gehen können.
gucken wir da nochmal kurz vorbei, ob da noch irgendwas war. Ich kann mich nicht mehr erinnern. So, Gwen, lauf mal ein bisschen schneller. Ich glaube, da unten war noch eine Truhe. Ich bin mir aber nicht so sicher. Toter Skiver. Oder doch nicht? Hm. Doch, hier ist noch eine Truhe. Die müssen wir auch aufschließen. Na, direkt wieder der Dietrich abgebrochen. So. Oh, aber wir haben 300 neue dazu bekommen. Immerhin. So. Ja, als Kaiserlicher haben wir die passive... Ich muss mal gerade gucken, ob das jetzt überhaupt stimmt oder ob ich nicht irgendwelche Mist rede. Wo war das denn nochmal? Nee, ich finde es gerade nicht. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall eine Chance, dass wir mehr Gold in den Truhen finden. Was sich zwar am Anfang nicht besonders rentiert, aber im Laufe des Spiels soll sich das doch ein bisschen zusammenklauben, habe ich gelesen. Gut, dann gehen wir mal in das Allerheiligste. Und wir sind bereits Stufe 4. Wir sind bereits zwei Stufen aufgestiegen hier. Vielleicht schaffen wir ja gleich noch eine weitere Stufe, das wäre super. Ach, gut. Hier ist, glaube ich, nichts. Ach nee, hier war erstmal nur eine weitere Falle. Ach, diesmal sind wir ja unversehrt durchgekommen. Und da steigen schon wieder die Draugers aus ihren Gräbern. Ah, da war doch eben noch einer. Ich hab genau gesehen. Ach, ich glaube, der ballert auf uns. Ah, von hier aus kann er uns nicht treffen, glaube ich. Vielleicht kommt er auch gleich runter. Ja! Tot ist er. Oh, da ist noch einer. Ah, hier ist auch wieder Öl auf dem Boden gewesen. Also ein bisschen aufpassen, dass wir nicht selbst uns abfackeln hier. Gut, 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 gut. Haben wir da erledigt. Dumm. Hier war irgendwo ein Hebel. Oder? Ich glaube es zumindest. Nee, doch nicht. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja. Eine Eisentür. Genau, hier ist die Tür, wo wir die Klaue einsetzen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Was war jetzt wieder auf der Klaue zu sehen? Motte, beziehungsweise Puppe, Motte, Bär. Ich weiß noch, als ich hier das erste Mal davor stand, da habe ich irgendwie überlegt, das muss doch irgendwie einen logischen Sinn ergeben. Oh, gibt es... Ach Mist. Ergibt es vielleicht auch, dass der Bär irgendwie das mächtigste von den drei Wesen ist oder so. So eine Art Evolution.
So, dann wollen wir doch mal die Klaue einsetzen. Und wir betreten die Hauptkammer des Ödsturz-Hügelgrabs. Fledermäuse. Okay, hier ist, glaube ich, genau, hier ist nochmal Erz. Ich muss immer wieder gucken, worauf ich die Spitzhacke gesetzt habe. So. Na, da haben wir ja doch noch schon mal ein bisschen Eisenerz eingesammelt hier. Da können wir auf jeden Fall wieder schön schmieden gehen. Diese Halle hier ist sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Ich guck mich mal hier in den Ecken um. Aber ich glaube, hier war nichts. Nee. Nichts da. War hier noch irgendwo was? Ich sehe hinter dem Wasserfall was versteckt. Ja, das habe ich jetzt wirklich nicht gewusst. Das war jetzt tatsächlich reinste Intuition. Ja, mal gucken, wie man da überhaupt hochkommt. So. Das war jetzt wirklich gerade nur geraten, dass hier eine Truhe ist. Ich wollte mich nämlich in diesem LP auf jeden Fall etwas genauer umgucken als im letzten. Oh, da werden wir ja belohnt für unsere Intuition. Oh, da war ja richtig fette Beute drin. Das freut uns doch. Alles klar, dann gehen wir mal wieder zurück und folgen der epischen Männerchormusik. Wow. Wir haben unsere erste Drachenseele in uns aufgenommen. Quatsch. Wir haben unser erstes Wort der Macht gelernt. Und da kommt der höhere Draugerfürst auch schon. Und der hat uns angeschrien. Der kann das nämlich auch. Nicht nur wir. Aber da ist für uns keine große Gefahr. So, da liegt er im Staub. Und da ist auch der Drachenstein, den wir für Farenga besorgen sollten. Und wir haben noch irgendetwas Verzaubertes gerade eingesammelt. Ich bin gerade mir nicht sicher, was es war. War es eine Waffe? Alter Nord, Zweihänder der Kälte. Das Ziel erleidet 5 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Nicht schlecht. So. Dann haben wir hier noch einen winzigen Seelenstein. Ein schwaches Gift der Erzürnung. Und eine Truhe. Die ist nicht abgeschlossen. Das ist sehr nett. Lederstiefel des abnehmenden Feuers. Steigert die Feuerresistenz um 30%. Die sind natürlich schlechter als unsere Schuhe. Und ein silberner Granatring. Ja, super. Dann sind wir hier ja durch. Das heißt, soweit ich hier nicht noch irgendwas übersehen habe, was wir noch hätten erbeuten können. Aber ich glaube, hier gibt es nichts weiter. Gut. Dann mal raus.
Da ist der Ausgang. Da ist noch eine Truhe. Dietriche. Ach ja, schön. Oh, den Totenschädel wollte ich nicht haben. Den schmeiße ich mal gleich wieder weg. Was soll ich denn mit dem blöden Totenschädel? Besonders dekorativ wäre der auch nicht. So. Ja, dann haben wir doch das Ödsturz-Hügelgrab in einer Folge durchgezogen. Die ist jetzt zwar auch 30 Minuten lang, aber andererseits können wir uns dann jetzt auch schon der nächsten Quest widmen. Und es ist nachts. Ich wollte mal noch eben was ausprobieren. Wir hatten doch eine Fackel aufgenommen. Spendet die jetzt eigentlich... Ups, ich wollte die nicht wegwerfen. Ich wollte die... Ach, die können wir, glaube ich, nicht ausrüsten. Deswegen benutzen. Doch. Doch, die spendet doch Licht. Sehr schön. Dann können wir damit ja nachts rumlaufen. Ja, aber bevor wir jetzt durch die Nacht zurückreiten nach Flusswald, reiten wollte ich schon sagen, wir haben doch noch gar kein Pferd, zurückreisen, meine ich, machen wir an der Stelle Schluss und ich danke, danke, danke recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ödsturz-Hügelgrab war, trotzdem ihr es schon sehr gut kennt, trotzdem ein bisschen unterhaltsam für euch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut!